Hey Leute und willkommen zurück bei Die Sims 4, wo beide gerade ins Bett gehen. Das ist auch ganz gut, denke ich. Oh, oho, mit Julie sieht es überhaupt nicht gut aus. Duschen, Toilette und Hunger, na Mensch. Und Julia, naja, ist auch nicht unbedingt besser. Na komm, geh mal ganz schnell zur Toilette. Und ich würde sagen, danach, Spaß hat sie auch nicht, das ist natürlich schade. Und die Julie stinkt da hinten vor sich hin. Was haben wir denn noch? Wir haben gar nichts Tolles mehr, ne? Frühstück servieren. Eier und Toast könnte sie mal machen. Ja, du musst leider auch, ne? Das ist gerade ein Problem. Ja, das ist gerade ein Problem. Jetzt geh da bitte nicht rein. Ja, doch, jetzt kannst du. Sonst ist sie wieder beschämt. Oh, sie möchte auch baden. Nee, warte mal bitte. Geh bitte erst zur Toilette, sonst passiert ein Unglück in der Badewanne und das ist nicht besonders schön. Und hier stinkt wieder alles, ne? Ach, das ist doch doof. Weißt du was? Danach gehst du duschen. Oh nein, und hier brennt schon wieder an. Katastrophentag. Es ist Donnerstag. Wie sieht's denn aus? Sie muss nicht arbeiten. Ach ja, Donnerstags haben ja beide immer frei, ne? Leute, ich werde es mir nie merken können. Sage ich, glaube ich, auch in jeder Folge. Und ich finde, unsere beiden Damen sollten vielleicht heute mal einen kleinen Putztag machen. So wie es hier aussieht. Das ist nicht besonders schön. Echt nicht. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, vielleicht ja. Wie ging das noch gleich? Also, sie kann ihre Dusche ganz schnell abbrechen und dann löschen, ne? Wollen wir mal sehen. Nein, 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 nein. Nein. Lösch sie. Los, löschen. Löschen. Warum löscht sie nicht? Feuer, ja, löschen. Dann sag doch nicht Feuer, dann lösch doch direkt, bitte. Hallo? Nicht wahr? Oh mein Gott, Leute, versetzt mir doch hier nicht so einen Schock, ganz ehrlich. Mann. So, jetzt gehst du zuerst duschen. Oh mein Gott, und du müsstest eigentlich ja auch noch weiter duschen, oder? Ja, kann sie denn, Moment, kann sie gleichzeitig baden? Das würde ich gerade gerne mal wissen. Komm, lass bitte das Essen stehen, ganz ehrlich. Shit. Oh Mann. Ich will jetzt erstmal wissen, ob das funktioniert. Nee, das geht nicht. Okay, komm, dann schnell wieder raus. Oh Leute, nee. Mann. Ich bin total verkohlt. Aber zum Glück habe ich das überlebt. Naja. Schön, dann dusch erstmal ein bisschen. Und danach wollte ich ja eigentlich essen. Wie hier einfach alles stinkt oder schwarz ist. Ein Katastrophentag, wirklich, ein richtiger Katastrophentag. Und sie isst auch noch den blöden Buntbarsch. Das gibt's doch nicht. Komm, ersetzen, ersetzen. Meine Güte. Das darf nicht wahr sein, echt nicht. Ist sie. Oh, sie ist selbstsicher, weil sie das Feuer gelöscht hat. Lebensrettung. Ja, das ist ja geil. Und möchte jemandem die Muskeln zeigen? Ja, ich glaube gerade nicht. Oh Gott, echt, das darf nicht wahr sein. Wie lange dauert bitte diese Dusche? Das ist doch unfassbar. Weil die gute Julia, Julie, muss auch duschen. Jetzt bin ich ganz verwirrt, weil es hier schon wieder gebrannt hat. Mann, ist doch scheiße. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche bessere Küchengeräte und bessere Betten. Ich brauche irgendwie alles. So, sonst geht's dir ja einigermaßen, ne? Das heißt, du kannst danach die Kaffeemaschine leeren, Kühlschrank aufräumen. Du kannst mal sauber machen, bitte. Ja, auch wenn du gerade
ekelhaft stinkst. Juna. Das ist echt egal. Was da für leckere Sachen drin sind, ne? Im Kühlschrank, die sieht man gar nicht, wenn man den öffnet. Mann, Mann, Mann. Na, Brandopfer auch wieder da. Da ist aber einer mistig drauf. Du isst nicht die koketten Herzkekse. Weißt du, was wir machen? Pass mal auf. So, du darfst jetzt nochmal was kochen. Und zwar Grillkäse. Ja, von mir aus eine Familiengröße. Gerade noch gebrannt. Und jetzt darf sie schon wieder kochen. Schaut mal, die haben... Boah! Julia, jetzt reicht's mal, okay? Ah. Ja, sauberes Geschirr haben wir auch nicht. Ist doch scheiße hier. Kaminkanal. Oh nein! Ey, das ist... Nee, Kitty, wir haben jetzt gerade keine Zeit für dich. Entschuldigung. Aber es geht gerade echt nicht. Sie duscht, obwohl sie könnte nachher ein bisschen mit der Kitty quatschen, ne? Das könnte eigentlich gehen. Hereinbitten, sagen wir mal. Dann bleibt sie hoffentlich... Aber sie hat jetzt zu Ende geduscht, ne? Ja, nee, Moment. Hat sie überhaupt zu Ende geduscht? Ich weiß es nicht. Ja, bitte erstmal die Kitty herein. Das passt schon. Oh Mann, du isst, hast natürlich gar keinen Spaß, ne? Ich wüsste aber auch nicht, was dir, alter Ziege, Spaß macht. Ah, hallo Kitty. Schön, dass du da bist. So, unglaubliche Geschichte erzählen, Muskeln zeigen. Oh, sie setzt sich direkt. Soll ich dir mal wieder von der Fledermaus erzählen? Ich habe sie schon wieder gesehen, letzte Nacht. Wirklich, ich schwör's dir, Kitty. Riesig groß. Vielleicht war es ein Vampir. Vielleicht war es Batman, ich weiß es nicht. Batman wäre eigentlich cool, ne? Oh, kann man hier Batman erstellen? Das wäre super. Muss ich mal schauen, ob man irgendwie sowas runterladen kann. Das wäre richtig geil. Dann haben wir nämlich hier einen Superheld. Wäre voll witzig. So, du bist nach wie vor angespannt, hast keinen Spaß. Möchtest du ein bisschen mit Kitty plaudern? Wir stellen uns mal lustig vor. Vielleicht wird sie dann lustig. Trägst du auch gerne Flipflops? Oh, nee, ich trage lieber Chucks. Oh. Gut, okay, das klappt super mit euch. Einfach ganz fantastisch. Sollen wir über neueste Spiele reden oder über Spielstrategien? Du bist immer noch selbstsicher. Ja, dann mach doch mal ein bisschen was mit der Kitty. Über Geschicklichkeit reden. Oh ja, auf jeden Fall. Das passt voll gut zu den beiden. So, wir packen das mal eben in den Kühlschrank. Nicht, dass es hier auch noch anfängt zu stinken. Wie sieht's denn... Huch, nein, nicht zusammensitzen, bitte. Wie sieht es denn aus mit... Ja, Spaß, das passt ja eigentlich. Über örtliche Angelplätze reden, ja, das interessiert die Kitty bestimmt. Wir können ihr was Lustiges vorschlagen. Oh, sie ist beschämt, weil... Unbehagliche Begegnung. Ah, wo kann ich mich verstecken? Was? Ich glaube nicht, dass du dich jetzt verstecken musst, meine Liebe. Ich würde mich voll freuen, zusammen hierhin schwimmen. Na, sie muss sowieso erstmal essen. Ich würde gerne mit der Kitty in den Pool gehen, das wäre voll super. Und ich würde eigentlich auch gerne mal versuchen, jetzt den Ronny nochmal anzurufen. Einladen, hier abzuhängen. Ihr habt mir... Ah, da ist er auch wieder. Ihr habt mir nämlich geschrieben, dass es sein kann, dass der gerade irgendwie beschäftigt ist, arbeiten ist oder so. Dann taucht er da nicht auf in der Liste. Oder aber, dass er tot ist, hat jemand geschrieben. Da hatte ich schon Angst. Aber er wird zum Glück gleich da sein. Ronny lebt noch, das freut uns alle. Ja, Süße, gleich kommt dein Ronny. Ist alles gut. Ist alles gut. Und was macht sie jetzt? Ah, da ist er sogar schon. Hey, Ronny. Unsicherheit mitteilen, selbstironisch scherzen. Um Bestätigung bitten. Ja, das ist auf jeden Fall super. Können wir das mit dem Fernsehen, das mit Kitty brechen wir mal ab. Ah, er kommt rein. Was hat er, die alte Liebesrakete? Ronny. Ronny, mein Süßer. Ich wollte um Bestätigung bitten. Was? Du hast wirklich gebrannt? Das ist ja unglaublich.
Ihr braucht definitiv mal bessere Haushaltsgeräte. Was macht er jetzt? Er setzt sich hin und was macht Kitty? Die haut jetzt gleich wahrscheinlich ab. Sie liest, ja, ihr kümmert euch ja hier super um eure Gäste, ganz ehrlich. Aha, und, bitte, was hat sie gelesen? Irgendwas mit Verrat? Über Probleme beschweren? Dann sind wir mal ein bisschen romantisch und knuddeln ihn mal, das kommt immer gut. Oh, ein Kuss hauchen, ja. Küssen, oh ja, massieren, massieren, auf jeden Fall. Wir machen das volle Programm, rumschmusen auch. Sie dance, Kitty geht an PC. Uhu. Ah, oh, wie süß. Vor allem jetzt im, oh, im direkten Vergleich. Es passt halt so gar nicht zusammen. Oh, mach mal vorsichtig, Alte. Hier vielleicht? Da? Nee, du. Ich bin überhaupt nicht in Stimmung. Oh nein, und jetzt ist sie auch noch sehr beschämt. Was ist denn das für einer? Warum stößt er uns denn immer weg? Sarpy! Dreckige T-Shirts. Selbstironisch scherzen, können wir mal über ein neuestes Buch reden. Was möchte sie? Zuspruch am Spiegel geben? Nee, jetzt gerade nicht. Warum will er denn nicht knuddeln und so? Was ist denn mit dem? Heiratsantrag. Oh nein, er liebt uns nicht mehr. Nein. Nein. Warum? Gnadenlos kitzeln. Oh, doch, jetzt wieder. Das mag er nicht. Alter, Ronny, was geht, Mann? Ich dachte, sich trennen. Nein. Süße Nichtigkeiten flüstern. Was? Was macht ihr? Das machen sie noch, aber irgendwie ist das hier nicht so cool mit Ronny. Sie will tanzen. Nein. Er ist doch die Liebesrakete. Jetzt machst du nicht die Kitty an, ne? Okay, ist an den PC. Shabula. Alter, nein. Warum? Ronny. Schnelle Wiedergutmachung. Oh nein, Kitty haut gleich ab. Oh nein. Mann, was ist denn das hier heute für ein doofer Tag? Guck mal, ihn interessiert das alles nicht. Doch, jetzt wieder. Ey, was ist denn mit dem? Der ist ja total doof. Schmeicheln. Kennenlernen. Hey, wir kennen den. Das war unser Freund. Ich wollte eigentlich ein Techtelmechtel mit ihm. Er will einfach nicht. Ja, weißt du, bei euch stinkt's auch immer so. Ihr habt immer so viel Müll hier. Ist ja kein Wunder, dass ich nicht so gerne vorbeikomme. Wer ist denn da hinten? Achso, ich dachte, der kommt zum Haus. Ach Mensch. Ronny, du gehst jetzt aber nicht, ne? Nee, du gehst auch nicht in mein Bett. Hey, Ronny. Ihn stört das Radio. Unsicherheit mitteilen. Ich finde das echt doof, wie das gerade zwischen den beiden läuft. Du, Ronny, irgendwie... du bist zwar die alte Liebesrakete, aber irgendwie... Weiß nicht. Heute klappt's nicht so ganz mit uns. Bist du überhaupt noch in mich verliebt? Also ich meine, wir tanzen hier so zusammen, aber ich weiß nicht. Oh, Whoopi Gorge. Mal schauen, was passiert, wenn ich dir gleich einen Kuss zuhaue. Ja, also irgendwie. Ich kann mich auch nicht ganz von dir trennen. Du bist ja schon eine Süße. Flirten. Händchen halten. Trinke. Macht er das jetzt wieder mit? Ja, weißt du, kannst du mir mal einen Kaffee machen? Also,
Ah, Kaffee, nee, aber ich kann was anderes machen. Das verschönert jeden Regentag, wenn du mich so anguckst und wenn du so erotisch für mich tanzt. Ja, da bekomme ich richtig Hunger auf dich. Ich möchte hier weitermachen. Ich möchte nämlich nicht, dass die beiden sich trennen oder sonst was. Naja, du alte Liebesrakete. Oh. Jetzt hat er wieder voll Interesse. Das gibt's doch nicht. Doba. Aber küssen will... Was ist mit dem? Geht ihm das zu schnell, oder was? Schlüpfrige Frage. Nein, Komplimente über Aussehen machen. Dann fangen wir jetzt ganz langsam nochmal von vorn an. Oder geht es nicht, weil sie beschämt ist und sich irgendwie total blöd verhält oder so? Nee, er hat die totale Abneigung. Er hat echt die totale Abneigung. Boah, Ronny... Ey, Mann! Weißt du, so ein Schnösel, so habe ich den nicht gemacht. Ich habe dir zwar relativ hübsch gemacht, aber nicht so blöd. Weißt du, und sie tanzt hier, tanzt hier rum und kriegt das ganze Schauspiel mit. Was macht sie da? Bitte, was ist denn das für ein bescheuerter Tanz? Du, Ronny, was ist denn jetzt mit uns? Ich weiß auch nicht. Ich gebe dir mal einfach ein paar Reparaturtipps. Vielleicht können wir dann unsere Beziehung reparieren. Ja, ich weiß nicht. Also, du kannst jetzt nicht irgendwelche technischen Geräte mit unserer heißen Liebe... was? Was? Er hat... Nein. Nein. Jetzt ist sie nämlich beschämt. Alter, der hat gerade Julie einen Kuss zugehaucht. Guck mal, der denkt nur an sich selbst. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert mit diesem Mann hier. Das gibt's doch nicht. Alter, und jetzt haut der ab? Nee. Tschüss, Ronny. Ganz ehrlich, dich brauchen wir nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Hatte der vielleicht auch einen schlechten Tag? Ich weiß es nicht. Und die beiden sind... Ah nee, sie ist nicht müde, sie... sie tanzt einfach und das sieht so bescheuert aus. Na, den Ronny, den kannst du auch in eine Mülltonne kloppen. Der ist echt ein Idiot. Der hat mich angemacht. Unglaublich. Das ist doch dein Freund. Gut, sie schläft erstmal. Energiegeladen bei jemandem Hüfttanz vollführen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Oh, wow, jetzt trainiert sie schon von alleine. Ja, super, mach mal ein bisschen weiter. Das ist gar nicht so schlecht. Kommt die Kitty wieder zu uns? Sag mal, hat die kein Zuhause? Kitty, hast du irgendwie nichts zu tun oder so? Na, komm, geh mal weg da vom PC. Begrüßen wir mal wieder die Kitty. Ich würde nach wie vor... Oh, kommt, Leute. Was geht heute mit euch? Ich würde echt gerne mit der Kitty schwimmen gehen. Enloy? Mupi? Sarpava? Bifna? Neborf? Über Größe des Fernsehers beschweren. Mal gucken, was sie dazu sagt. Oh, Kitty, wir haben so einen kleinen Fernseher. Pass auf. Winzig klein. Kannst du dir das vorstellen? Oh, wirklich? Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Du musst einfach mal mit dem Panzer drüber fahren. Dann ist er zwar kaputt, aber... Ja, du hast deine Wut freien Lauf gelassen. Ach, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wollen wir mal schwimmen gehen? Zusammen hierhin schwimmen. Ich bin gespannt, ob die Kitty mitkommt. Yay! Ach, cool. Na komm, ich zeig dir mal unseren Pool. Ich bin mal gespannt, was die Kitty jetzt für ein Bikini hat oder Badeanzug, weil ich habe ihr ja gar nichts angezogen. Ach so, einen einfachen schwarzen mit der Sonnenbrille. Ja, das passt auf jeden Fall nicht. Spritzen! Ach schön, und schon ist Julie glücklich. Oh, und sie ist verspielt und möchte schelmisch sein.
verrückt anfunkeln. Oh ja, das würde ich gerne sehen. Schade. Schade, dass man nicht so richtig ranzoomen kann, wenn die beiden hier im Wasser sind. Gemeinsames Foto? Nee, dann gehen beide ja wieder raus. Machen wir mal ein bisschen Unfug und Schabernack. K.O. Wow, nein. Erschrecken. Geht das im Wasser? Ach schön, die beiden. Dafür, dass der Tag... Oh nee, das geht nicht im Wasser. Dafür, dass der Tag so katastrophal anfing, ist es doch eigentlich ganz okay. Ah, sie geht mit Flipflops schwimmen. Warba! Corbin! Mann, warum erschreckst du mich so? Zusammen hier sitzen. Ja, setzt euch mal hin, könnt ihr ein bisschen plaudern. Schaut mal, die Kitty hat sogar ein Tattoo auf dem Rücken. So, spitzbübisch bedrängen. Ah, das ist wahrscheinlich auch wieder im Stehen, oder? Ich peile das ja manchmal nicht so. Oh, das war wohl nicht so witzig. Bla bla bla. Oh, dann war der Ronny von hier so ein schrecklicher Typ. Das ist eigentlich der Freund von Julia. Und der hat ein rotes Auto. Aber weißt du was, dann hat er mich angemacht. Kannst du dir das vorstellen? Mich angemacht, als würde ich einen Typ nehmen, der ein rotes Auto hat. Bla bla bla. So eine Banane, der Typ, ey. Ja, ja. Ganz furchtbar. So, wir scherzen mal ein bisschen über Mode, weil wir ja überhaupt nicht modebewusst sind. Sie denkt sich auch nur so, was zur Hölle? Über Veränderung in der Nachbarschaft reden. Ah, jetzt kommst du wahrscheinlich wieder mit ihrer Fledermausgeschichte. Oh, Hungerblase, Energie. Und was ist mit dir, meine Liebe? Oh, du tanzt ein bisschen. Ist ja ganz schön. Du kannst mal zur Toilette gehen. Und dann könntest du dich eigentlich auch dazusetzen. Sie ist angespannt, ja, ja. Achso, sie holt sich jetzt erstmal was zu essen. Okay, dann lassen wir das mal. Ein Gericht nehmen. Kommt die Kitty jetzt mit rein? Im Badeanzug? Ach, sag bloß, wer kommt denn da? Der Herr Julian? Das ist ja unfassbar. Herein bitten. Gut, Leute. Wir haben schon wieder ein bisschen volles Haus hier. Und werden dann in der nächsten Folge mal schauen. Kitty geht ab im Badeanzug. Yeah. Werden dann mal schauen, wie es hier weitergeht mit Julian und was sich noch so mit Ronny tut. Ich möchte ihn ja noch nicht aufgeben, auch wenn er jetzt so ein bisschen blöd war. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Tschüss.